Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo haben beim Versuch der Inquisition, den Jungen zu ergreifen, ihre Familie verloren. Und wir sind schon gleich wieder da. Herzlich willkommen zu einem neuen Video in einer Bedrohungssituation. Jetzt habe ich die Steine irgendwie nicht erwischt. Okay, ausweichen haben wir geschafft. Aber ich brauche jetzt noch die Steine. Ich bin ein wenig eingerostet. Aber ich nicht. Du entkommst! Ah, schnell! Bitte! Ich will das nicht! Lass uns gehen! Zu spät! Komm schon, Konrad! Zeig ihm, wozu du imstande bist! Bin ich bescheuert? Wie geht es mit dem Zielen? Merit, du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Okay. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Das klappt irgendwie nicht mit dem Zielen. Ich ist das nervig. Ein wenig eingerostet. Ja, zum Glück. Ich musste noch besiegen, oder? Zeig ihm, wozu du imstande bist. Okay. Komm, und jetzt weich ich aus. Du entkommst nicht. Früher oder später. Das soll mich etwa umbringen? Ich glaube, ich versuche einfach wieder zu gehen. Hier, das klappt nicht. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Okay. Und ausweichen. Ich bin Töpfe, Steine. Ich bin beides nicht mehr. Ach, hier sind noch Steine. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur eins. Nur ein. Da musst du dich. Du entkommst nicht. Früher oder später. Ich bin zwar ausgewichen, aber ich habe wieder keine Steine mehr. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Komm schon, Konrad. Okay, ich muss ihn irgendwie am Rücken treffen. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Und wieder keine Steine mehr? Steine holen? Hier müssen wir treffen. Ich bin ein wenig eingerostet. Ja, deine Sprüche sind auch eingerostet. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Okay. Und ausweichen. Hinter ihn gehen? Komm schon, warum hat das denn jetzt nicht gezeigt? Zeig ihm, wozu du imstande bist. Okay, besonders kreativ ist er auch nicht. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Ja. So. So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Lass sie in Ruhe! Ich werde dir zeigen, was es bedeutet. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein. Okay, jetzt wird er aggressiver. Ich habe keine Steine mehr, oder? Die süße Umarmung des Todes. Das reicht. Okay, kein Helm mehr. Wir holen uns Steine und jetzt können wir auf den Kopf zielen. Das müssen wir leider. Oh nein! Ach. Gleich nochmal. Und wieder von vorne. Aber jetzt haben wir die Taktik verstanden. Okay, das hat nicht geklappt. Komm schon, Konrad. Zeige ihm, wozu du imstande bist.
Lass lieber sein, Konrad. Okay, einen haben wir weg. Ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Nein! Ich habe die Leertaste gedrückt zum Ausweichen. Okay. Ich nutze die Zeit, um euch jetzt nochmal wirklich willkommen zu sagen zu der neuen Folge. Es ging ein bisschen schnell los. Wir waren direkt im Kampf, deswegen habe ich so wenig gesagt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir probieren es jetzt nochmal. Konzentrieren uns ganz besonders. Also, linke Schulterplatte, rechte Schulterplatte, den Helm und dann auf den Kopf. Ja, wir haben leider keine andere Wahl. Wir können nicht fliehen. Ich würde ihn gern verschonen, auch wenn er so aggressiv ist. Aber ja, was sein muss, muss leider sein. Steine holen. Ausweichen. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich okay, den zweiten schaffen wir nicht gleichzeitig. Ich bin ein wenig eingerostet. So eine bist du also. Okay. Gut, das wird mir helfen. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Komm schon, Konrad. Zeig ihn. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, bring mich nicht dazu tun, bitte. Ja. Nee, der lässt uns einfach gerade keine Ruhe. Was ist denn? Hast du plötzlich Angst, jemanden umzubringen? Ja, weiter so. Nur der Tod kann dich aufhalten. Die süße Umarmung des Todes. Okay, das war knapp. Konrad ist gefallen. Getötet. Komm mit. Wir werden schon wieder gejagt. Kapitel 3. Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Okay, wir sind hier in der Kirche. Da könnten wir raus. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Ja, bitte. Und verbrennt er sich? Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Amen. Eigentlich wirkt es hier ganz friedlich, ne? Aber gleichzeitig ist eben die Pest da. Und gleichzeitig werden wir gejagt. Hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Der hat seinen Spaß. Ist ja schön, wenn er wenn es schafft, sich ein bisschen loszulösen von dem, was um ihn herum passiert und nicht ganz so traurig und schockiert ist. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt.
Ein Rosenkranz. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Ach, ich wollte gerade sagen, ist wohl eine katholische Kirche. Habe ich beim Weihrauch mir ja auch schon gedacht, aber wenn es im 14. Jahrhundert spielt, dann gab es ja noch gar keine evangelische Kirche. Dann ist natürlich klar, dann ist es die katholische Kirche. Alkohol. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Krass. Da fehlen einem fast die Worte. Finde ich stark, dass es in dem Spiel wirklich auch so angesprochen wird und so rübergebracht wird, dass sie wirklich bewegt davon ist, dass sie ja zwei Menschen umbringen musste. Das ist ja nicht was, was man einfach so mal macht und auch nicht was, was ja einen unberührt lässt. Aber man muss ja auch sagen, es war jetzt in beiden Fällen auch aus Notwehr. Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Ja, und wir gehen gleich Amicia, zu zweit drauf. Da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht, es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Können wir da drauf? Nee, da können wir nicht übers Dach gehen. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ja, ich denke, das ist nicht der produktivste Weg, um größere Betten zu bauen, wenn man alles zerhackt. Stoff, das ist gut. Das können wir ja, für unsere Upgrades verwenden. Noch mehr Schwefel. Das sind scheinbar diese Kristalle, es sind Schwefel. Ich wusste nicht, dass Schwefel in Kristallform existiert. Genau. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier schon einmal. Es ist nicht so viel passiert. Wir haben uns diesen großen Kampf geleistet und sind dann in die Kirche geflohen. Aber ich will ja auch nicht, dass die Folgen zu lang werden. Und wenn ihr ein Abo da lasst, verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und dann erfahrt ihr, wie es weitergeht. Wer dieser Mönch ist, ob das der Laurentius ist, der Arzt, der den Hugo behandeln kann, oder ob der auch was gegen uns hat, ob der feindselig gesinnt ist. Ja, wenn es euch geschmeckt hat, lasst einfach einen saftigen Like da und lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Vermutungen, wie es weitergehen könnte. Bitte keine Spoiler. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.